So Leute, wir haben Montag, 19. Januar 2015. Kamera abgelegt und dann können wir miteinander reden. Bisschen hier die Feinjustierung. So, worum geht es heute? Und zwar, ihr kennt ja meine 200 Kilogramm Bankdrücken natural nicht möglich Theorie. Zu dieser Theorie-Geschichte gehört auf jeden Fall was dazu gesagt. Und zwar, weil sich, viele Leute lustige Kommentare erlauben, weil sie einfach keinen Plan haben, ne? Weil manche versuchen hier ernsthaft Kraftsport zu vermitteln und manche versuchen clownhaft die Leute, die ernsthaft was vermitteln wollen, lächerlich darzustellen. So, und den Leuten wollen wir doch mal an den Kragen. Und zwar verbal. Zunächst mal. Gibt es eine Bankdrückbremse? Ja, so werde ich das Ganze nennen. Bankdrückbremse. Diese Bankdrückbremse will ich nicht anhand einer bestimmten Zahl festmachen, sondern das ist so ungefähres Richtwert. Diese Bankdrückbremse fängt bei leichteren Leuten, die eher Fitness und Bodybuilding trainieren, viel früher an. Bei Leuten, die so ein bisschen von beiden machen, also ein bisschen Bodybuilding und auf ihr Körperfett achten, aber auch nicht zu sehr, sondern auch ein bisschen auf Kraft achten, fängt es irgendwo in der Mitte an. Und bei den Leuten, die gar nicht auf Körperfett achten, beziehungsweise nur auf Kraft trainieren, fängt es halt etwas weiter oben an. Und zwar der Mittelwert, was ich persönlich so festlegen möchte, ist circa 150 Kilo. Bei 150 Kilo Bankdrücken fängt im Schnitt die Bankdrückbremse an. Warum, wieso, weshalb, komme ich gleich dazu. Ich werde euch mehrere Beispiele nennen von naturalen Leuten und auch von Steroidleuten, also Stofferleuten, die sich Hormone spritzen und Anabolika nehmen. Und dann werdet ihr ungefähr auch mehrere Beispiele, damit das dann nicht heißt, ja, nur weil der oder nur weil der, sondern ihr kriegt mehrere Beispiele, wo ihr dran sehen könnt, dass das auch Hand und Fuß hat. So. Zunächst mal erstmal meine Erklärung dazu und dann kommen die Beispiele. Also, ich gehe mal davon aus, für die leichteren Leute, die so, sagen wir mal, weiß ich nicht, ich gehe immer von Durchschnittsgröße aus. Also, bei einem normalen Menschen, der so circa 1,75, 1,80 groß ist, ein Durchschnittsmann, ja, der so circa 70, 80 Kilo wiegt, so um den Dreh, 70, 75, 80 oder wie auch immer, so um den Dreh. Bei den Leuten fängt es schon bei 120, 130, so 135, 40, so um den Dreh, diese Bankdrückbremse an. Also etwas weiter unten. Bei den Leuten, die, sag ich mal, so circa 90 bis 100 Kilo wiegen, also, ne, und dann auch normale Körperfettverhältnisse haben, also jetzt keine Bodybuilder, die irgendwie auf Stoff sind, sondern, ne, normale Körperfettanteile haben, so sagen wir mal 85 bis 95 Kilo, keine Ahnung, so um den Dreh herum, die zwar auch Fitness und Bodybuilding trainieren, aber nicht zu sehr übertreiben und nicht zu sehr auf die Ernährung achten, auch mal ein bisschen hier und da mal gute Kalorien zu sich nehmen, bei denen fängt diese Bankdrückbremse so circa bei 150 Kilo an, so in etwa. Ab da wird es richtig schwer für diese Leute noch Fortschritte zu machen. Und für die Leute, so gehe ich mal von mir selber aus, die gar nicht so überhaupt auf ihr Körperfett achten, die einfach essen, was denen über den Weg läuft, also gute Sachen natürlich, die einfach so viel essen, wie sie möchten und nur auf Kraft trainieren, gar nicht auf ihr, ne, unbedingt jetzt Definition oder, ne, Äußerlichkeiten achten, bei denen würde ich sagen, fängt diese Bankdrückbremse eher bei 160, 65, 170 an. Und zwar ganz stark, ne? Also heißt nicht, dass da die Bremse anfängt und du dann noch aber 50 Kilo drücken kannst, sondern du merkst spürbar, dass kaum noch Fortschritte kommen. Das heißt, du brauchst pro Kilo Steigerung beim Bankdrücken vielleicht 2, 3, 4 Wochen, dass du dann bei einem Kilo schon etliche Wochen hängen bleibst, bevor du überhaupt noch mal ein Kilo draufsetzt. Bis dann irgendwann demnächst auch gar nichts mehr geht. Das heißt, du kannst dein Training ändern, du kannst dein Gewicht erhöhen, runtersenken, Trainingsplan ändern, mehr Wiederholung, weniger Wiederholung, mehr Sätze, weniger Sätze, scheißegal was du machst. Ab da wird es ultra schwer und ab irgendwann direkt danach kommt gar nichts mehr an Fortschritt. So, für die Fanboys, für die kleinen Kids, für die jungen Leute, ist nicht herabwertend gemeint,
Aber ich will euch mal was sagen. Für die ganzen Fanboys von den großen YouTubern oder von irgendwelchen Schwindlern, die euch irgendwas erzählen von 200, 250 Kilo Bankdrücken. Ihr seid jung, okay? Ihr seid, wenn es um Bankdrücken geht, gar nicht in die Pubertät gekommen. Selbst wenn du 18, 19 bist und du noch irgendwo bei 110, 120, 130 Kilo Bankdrücken irgendwo rumgeierst, sage ich mal herabwertend jetzt, aber ich meine es nicht so, aber ich versuche das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, damit ihr versteht, was ich meine. Ein Mensch, der gar nicht in diese Bereiche gedrückt hat, so Richtung 150 und drüber, der kann das hier gar nicht nachvollziehen. Also macht es keinen Sinn, mit euch zu diskutieren. Ich würde schon gerne mit euch diskutieren, aber das ist dann so, weißt du, das ist so wie, wie soll ich dir das erklären? Nehmen wir mal an, ein Mensch könnte rein theoretisch in die Hölle, ja, und dann wieder zurück. Wenn ich jetzt in die Hölle gehe und dann wieder zurückkomme und dir erzähle, ey, hör mal zu, das sind unvorstellbare Temperaturen, du hast unvorstellbare Schmerzen und das ist so schlimm und bla, ich kann dir erzählen, was ich will, aber wenn du noch nie in der Hölle warst und diese Gluthitze nicht an deinem Körper verspürt hast, ja, dann kannst du das nicht nachvollziehen. Dementsprechend drückt erstmal eure Gewichte, kommt in diese Richtung 140, 150, 160 und vielleicht noch minimal drüber und dann können wir uns miteinander unterhalten. Und es wäre schon cool, wenn, jetzt mal um kurz abzuweichen, es wäre schon cool, wenn ihr da jetzt die ganze Zeit mitdiskutieren wollt und alles besser wisst, dass ihr auch mal ein Bankdrückvideo auf euer Kanal hochladet. Sowas dauert ein, zwei Minuten und kommt mir nicht mit dieser Ausrede, ja, ich muss mich nicht zur Schau stellen und bla und blub. Wer so großartig mitdiskutiert, kann auch mal ein Bankdrückvideo hochladen von sich. Von mir aus mal dein Gesicht an wie Karneval, damit man dein Gesicht nicht erkennt, ist mir scheißegal, aber wer viel labert, muss doch zumindest mal ein Bankdrückvideo hochgeladen haben. Dann kann ich sehen, ob du deinen Arsch von der Bank hochbewegst, somit dein Versuch ungültig ist oder was weiß ich, ob drei Leute an deiner Stange mitziehen und somit dein Versuch ungültig ist oder überhaupt, ob du überhaupt die 120, 130 Kilo drückst. So, zurück zum Thema. Abgewichen, sorry, aber zurück zum Thema. Das heißt, Leute, die in diesem Bereich gar nicht gedrückt haben, sind für mich Kiddies. Ja? Kiddies im Sinne von, ihr habt noch gar nicht erlebt, diese Bankdrückbremse, wann das eintritt und wie schwer das sein kann, sich überhaupt noch zu motivieren, von Woche zu Woche so hart zu trainieren, weil da keine Erfolge oder kaum noch Erfolge kommen. Ja? Das heißt, für die Leute, ne, ihr seid eigentlich noch Teenager, Kiddies, also ihr seid noch nicht erwachsen. Ja? So, wie komme ich denn da drauf? Jetzt komme ich zum Punkt, es ist wichtig, dass ihr dran bleibt. Jetzt kommen die Beispiele. Wie komme ich darauf, dass die Bankdrückbremse bei 150 in etwa plus minus 20, 30 Kilo? Also ich sag mal plus minus 20, würde ich so in etwa sagen. Für die leichteren Leute 150 minus 20, also so in etwa 120, 130 so rum. Und für die normalen, wie gesagt, 150 und für die schweren Jungs würde ich sagen 150 plus 20, so in etwa. Ich will das nicht genau an einem Kilo oder 5 Kilo festmachen, aber so in etwa 150 Kilo bis plus 20. Da, also zwischen 150 und 170 für die schweren Jungs, fängt die Bankdrückbremse an. Wie komme ich denn darauf? So, jetzt kommen die Beispiele, jetzt kommt das Wichtigste. Erstmal viel geredet, Behauptungen aufgestellt und jetzt müssen auch die Beweise her. Und es gibt massenhaft Beweise. Es gibt massenhaft Beweise, ja? Massenhaft Beweise. So, jetzt sind wir wieder auf YouTube. Übrigens, diese Bankdrückbremse könnt ihr in eurem eigenen Fitnessstudio feststellen. Geht doch mal zu Leuten, die seit mindestens 5 bis 10 Jahren trainieren. Leute, die mindestens schon 25 bis 35, 40 sind. Die schon seit 5 bis 10 Jahren dabei sind. Nicht mich fragen. Scheißegal, was der Akku sagt. Geh in dein Fitnessstudio, frag erfahrene Leute. Ich habe hier ein Fitnessstudio hier in Düsseldorf-Garrath. Der Trainer, der besitzt ein eigenes Fitnessstudio. Das heißt, er kann jeden Tag trainieren, wie der lustig ist. Er trainiert zwar auch auf Ästhetik, aber er achtet auch jetzt nicht übelst brutal auf seine Körperfettanteile. Ich glaube, ich habe ihn mal gefragt, was hat er gedrückt? Wie heißt der Trainer? Ich bin nicht so oft da.
Ist egal, ich werde den vielleicht mal interviewen sogar. Egal, nur mal so dazu gesagt, er besitzt ein eigenes Fitnessstudio, drückt 150 Kilo, hat er, glaube ich, mal maximal gedrückt. Oder 150, 155, so um den Dreh herum. Ich werde ihn vielleicht mal interviewen, mal gucken. So, aber das ist ja ein Mensch, den ich kenne. Da könnt ihr sagen, ja, den kennst du, den kannst du ja sonst was erzählen und der will dir einen Gefallen tun und der labert nur deinem Mund nach und ist ja kein gültiger Beweis. Okay, ich habe ja vor ein paar Monaten ein Video über Trenbolon gemacht, ja. Und in diesem, also ich werde euch mein Trenbolon-Video drunter verlinken. Nur die Wahrheit ist perfekt, heißt das Video. Nur die Wahrheit ist perfekt. Trenbolon irgendwas. Müsst ihr mal googeln, ansonsten hier drunter verlinkt. Könnt ihr euch mal angucken. Und zwar hatten wir ja den Herrn, ich zeige euch den mal ganz kurz. Moment. Das ist sein Kanal. So heißt der Mann, Pete Rubbish. Ja, das ist der gute Mann hier. Okay. So, da gehen wir doch mal ein bisschen scrollen runter. Moment, das wird jetzt ein bisschen, das ist wichtig, dass ihr das mitbekommt. Ja. Zunächst einmal, bevor wir überhaupt anfangen mit dieser Bankdrückbremse. Ich habe das ja schon in vielen Videos erwähnt. Man sieht ihn hier beim Kreuzheben auf einer Powerlifting-Veranstaltung, wo angeblich astreine Dopingtests herrschen. Der Herr macht hier 788 LBS Kreuzheben. Das sind 360 Kilo. Ja. 360 Kilo Kreuzheben, 300 Kilo Kniebeugen. Ja, das ist alles auf einem offiziellen Wettbewerb, Powerlifting, wo angeblich Drogentests gemacht werden, Dopingtests. Und er macht hier, wie ihr sehen könnt, 190 Kilo Bankdrücken. Ja. So, der gute Herr hat da seine Powerlifting-Veranstaltung besucht und das war vor 11 Monaten. Ich hoffe, man kann das erkennen da unten, ne? Das war vor 11 Monaten, 190 Kilo Bankdrücken. So, da ist der gute Herr aber irgendwann hingegangen und hat ein Geständnisvideo gemacht. Ja, ein Geständnisvideo und zwar genau einen Monat, nachdem er diese Powerlifting-Wettbewerbe gemacht hatte. Also vor 11 Monaten waren die Powerlifting-Wettbewerbe und vor 10 Monaten hat er ein Geständnis abgelegt. Sein Video heißt Truth About Anabolic Steroids Side Effects und ich werde euch das alles drunter verlinken, ja. Da sieht man auch Pickel, Streuselkuchen, Schultern, obere Brust, Rücken, Halsbereich, alles voller Pickel. Aber das wird nochmal wichtig, merkt euch das, dazu kommen wir dann die Tage nochmal. Da müssen wir nochmal drüber reden. Aber wie gesagt, dazu die Tage mal ein bisschen mehr. Und dann macht er hier auch nochmal ein Geständnisvideo, also zweimal Geständnisvideo innerhalb kürzester Zeit. So, warum zeige ich euch das? Ja, so, jetzt gehen wir mal ein Stück höher. Ne, das war vor 10 Monaten, diese Geständnisvideos. Also, und da hat er auch erzählt, dass er mit den Steroiden aufhört, weil er sehr schlechte Nebenwirkungen hat. So, dann hat er die Steroide abgesetzt und 2 Monate später, könnt ihr das lesen? Bench Training up to 365, post easy. 2 Monate später, ne, nach den, oder beziehungsweise 3 Monate später nach den Powerlifting-Wettbewerben und 2 Monate nachdem er ein Dopinggeständnis abgelegt hat und auch von den Dopingmitteln runtergegangen ist, das heißt, er hat sie abgesetzt, ist er von 190 Kilo Bankdrücken auf 165 Kilo runtergefallen. Ja? Wie viel Kilo sind das? Das sind 170, ja. 25 Kilo Kraft hat er innerhalb von 2 Monaten verloren, weil er diese Dopingmittel abgesetzt hat. 165 Kilo ist da nur noch sein Maximal. In diesem Video aber, sagt er, das werde ich euch drunter verlinken, müsst ihr euch angucken, sagt er selber, ne, dass er noch nicht hundertprozentig natural ist. Also er sagt, ich habe das vor 2-3 Monaten abgesetzt, bin aber noch nicht hundertprozentig natural. Das heißt, da ist noch Grenze nach unten offen. Komischerweise ist er von 190 auf 165 runtergefallen innerhalb von nur 2-3 Monaten. Das heißt, da sieht man mal, wie viel Power ihm das gibt. Würde man da noch ein bisschen abwarten, denke ich mal, würde er noch weiter abfallen. Nur mal nebenbei erwähnt, er nimmt mittlerweile wieder Stoff, weil der ist wieder voll auf seinem alten Level. Der drückt die alten Gewichte. Beim Kreuzheben macht er wieder, weil
so ein Menschen, der jahrelang Stoff nimmt, der kann nicht von heute auf morgen aufhören und seine ganzen Kraftwerte verlieren. Das funktioniert nicht. Also mittlerweile ist er wieder online und gibt sich wieder volle Pulle. So, das war jetzt ein Beispiel. Und diesen Pete Rubbish, der kommt irgendwo aus England, Amerika, keine Ahnung, ich kenne den gar nicht. Ja, also ne, kann mir keiner vorwerfen, ich hätte den bestochen, irgendwie irgendwas. Und so, noch ein Video. Ihr kennt ja, das habe ich ja oft genug erwähnt, ja, das ist mein Video, Interview mit Kante, Monster Power, Beweis für meine Theorie, ja, und jetzt hört mal gut zu, ich zeige euch mal ein paar Sekunden davon, hört mal gut zu. Ja, wo ist er denn da?